Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Olfert & Co. In diesem Video werden wir euch mal wieder zwei Uhren vorstellen und vergleichen. Und zwar haben wir hier zwei Bronze-Diver. Zum einen die Tudor Black Bay Heritage Bronze mit einem Durchmesser von 43 mm und die Davosa Argonautic Bronze mit einem Durchmesser von 42 mm. Die beiden Diver werden wir euch in diesem Video vorstellen und hoffen, dass es euch Spaß macht. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und in der Infokarte. Dieses Mal werden wir uns in diesem Vergleich im ersten Part mit der Frage beschäftigen, warum wir diese Uhren überhaupt vergleichen. Denn zum einen haben wir hier schon einen immensen Preisunterschied, aber auch weitere Unterschiede, auf die wir eingehen wollen. Und ich will auch nicht von der ersten Frage ablenken, warum vergleichen wir diese Uhren überhaupt? Wir haben hier zwei Bronzeuhren. Warum vergleichen wir Bronzeuhren? Bronzeuhren sind im Moment ein ziemlich großes Thema und Bronze ist auch nicht gleich Bronze, wie man hier auch gleich schon am Farbunterschied sieht und vielleicht auch im Farbverlauf nach einer gewissen Tragezeit. Und wir wollten die Uhren einfach mal miteinander vergleichen, um vielleicht auch auf Unterschiede zu stoßen. Aber wir werden uns jetzt erstmal mit den wichtigsten Merkmalen beschäftigen und wie gesagt mit der Frage auch, warum wir die Uhren vergleichen, denn wir haben hier zum einen die Davosa Argonautic Bronze mit einem Retailpreis von 1.198 und die Tudor Black Bay Heritage Bronze mit einem Retailpreis von 3.730, also eine Uhr um die 4.000 und eine Uhr um die 1.000 Euro. 1.000 versus 4.000 und die beiden Modelle möchten wir vergleichen. Starten wir mit der Tudor. Hier fällt sofort auf, dass sie auf jeden Fall volumiger herauskommt und wir sehen hier auch sofort, dass der Gehäuseboden hier herauskommt und dadurch die Höhe etwas stärker ausfällt. Wir haben hier nämlich eine Höhe von 14,7, was unter anderem auch dem Manufakturkaliber mit 70 Stunden Gangreserve geschuldet sein dürfte, was wir natürlich auch verzeihen würden. MT5601, das ist das Kaliber, was hier verbaut ist, auf jeden Fall für tolle Gangwerte sorgt. Wir haben hier einen Durchmesser von 43 mm. Ja, genau 43. Lug to Lug 52,6. Bei dem Bronzegehäuse sind wir immer sehr, sehr vorsichtig, weil je nach Tragegewohnheit, je nach Witterungsverhältnissen entfaltet sich hier die eigene Patina und das kann bei jedem Träger anders aussehen. So macht das auf jeden Fall die Uhr zu einem der persönlichsten Gegenstände überhaupt. Ganz kurz zum Vergleich bei einer bereits getragenen Uhr, so könnte das nach einer gewissen Zeit aussehen. Wir haben hier eine drehbare Alunette, einseitig drehbar, wie es sich für einen Diver gehört. Standesgemäß mit Superluminor ausgestattet, die hier sehr gut zur Geltung kommt. Der Farbton ist ganz besonders, den man so bei einer Armbanduhr noch nie gesehen hat. Das Kapslederband ist gerade verlaufend mit einem Anstoß von 23 mm. 23 ist ein eher unüblicher Bandanstoß, man kann jetzt hier nicht dahergehen und einfach so andere Bänder montieren, aber es soll doch kein Problem sein. Man kann auch ein 24 mm Band montieren. Jetzt geht es dann auch schon weiter mit der Davosa. Wir nehmen uns die Uhr einmal aus der Box und haben jetzt auch ein ganz anderes Bild von Uhr in der Hand, aber dennoch einen Bronzediver. Bronzediver für 1.198 Euro. Und was hier sofort auffällt, der Bronzefarbton ist hier auf jeden Fall ein anderer. Wir haben hier einen Durchmesser von 42 mm. Gehäusehöhe von 13,7. Bei der Tudor hatten wir eine Gehäusehöhe von über 14, also doch schon einen Unterschied. Dennoch haben wir hier auch ein gutes Werk verbaut. Es ist kein Chronometerwerk, wie es in der Tudor schlummert. Aber die Gangwerte schauen wir uns nachher nochmal im Detail an und gehen auch nochmal darauf ein. Hier haben wir das Seliter verbaut und wir schauen uns nachher nochmal im Detail die Gangwerte an. Was hier sofort neben dem anderen Farbton auffällt, das ist die Keramiklünette und auch die ist einseitig drehbar.
Und darüber hinaus haben wir hier noch das Heliumventil zum Druckausgleich unter Wasser. Heliumventil haben wir hier an der Seite noch eine Platte verschraubt mit der Limitierungsnummer. Und im Gegensatz zu der Tudor handelt es sich bei der Davosa um eine Limited Edition, wohingegen es sich bei der Tudor um eine Special Edition handelt. Auch hier schauen wir uns einmal die Superluminube an. Man sieht ganz deutlich, was es ausmacht, wenn auch die Lünette mitleuchtet. Im Gegensatz zur Tudor haben wir hier auch ein ganz planes Glas. Bei der Tudor hatten wir es ganz leicht gewölbt. Bei der Tudor hilft es, den Heritage-Charakter zu unterstreichen. Bei der Davosa hilft es, die Gehäusehöhe nach unten zu drücken. Also auch für schmale Handgelenke geeignet, wobei ich würde sagen, auch die Tudor mit 43 ist auch genauso für schmale Handgelenke geeignet. Sowohl als auch. Bei der Davosa haben wir im Gegensatz zur Tudor einen Bandanschluss von 22 mm. Und auch ein ganz anderes Band. Auf das Band gehen wir gleich nochmal ein, denn es ist hier ein Textilleder, das bewusst gewählt wurde. Und hier ist man natürlich 22 mm mit 22 mm Bandanschluss noch viel flexibler, denn 22 ist nicht so selten wie 23. Hier hat man sich auch bewusst für keine Bronzeschließe entschieden. Die Schließe ist schwarz PVD beschichtet und passt ganz gut zur Krone, dem Flankenschutz, als auch zum Heliumventil und zur Limited Edition Platte, also hier auch zum eigentlich auch zur Lünette. Ein tolles Farbspiel. Der Gehäuseboden ist hier nochmal ganz besonders mit dem alten Tauchhelm, der Wasserdichtigkeitsangabe von 300 Metern, Swiss Made Sapphire Crystal Limited Edition Ceramic Ring. Bei der Tudor haben wir dann die Konzentration auf das Manufakturkaliber, Serien- und Referenznummer. Und hier sehen wir auch schon, Bronze ist nicht gleich Bronze, die Farbtöne unterscheiden sich wirklich immens. Also die wesentlichen Unterschiede nochmal genannt. Wir haben hier einen Bronzediver mit 43 mm Durchmesser, einen Bronzediver mit 42 mm Durchmesser, Chronometer, nicht Chronometer, Manufakturwerk, Zylinderwerk, 200 Meter Wasserdichtigkeit, 300 Meter Wasserdichtigkeit, Keramiklünette, Alulünette, Kalbslederband, Textillederband, 4.000 Euro, 1.000 Euro, ja, 1.200 Euro und 3.730 Euro. No. Aber es liegen immerhin 2.500 Euro Differenz zwischen diesen beiden Modellen. Und jede überzeugt. Zu jedem Vergleich gehört auch der Gewichtsvergleich. Und wir schauen uns jetzt zunächst einmal das Gewicht der Tudor an, legen Tudor hierzu auf die geeichte Goldwaage. Die Tudor kommt also auf ein Gewicht inklusive Manufakturkaliber und Kalbslederband mit Bronzeschließe von 105,44. Wir haben noch unmittelbar am Schluss die Davosa wiegen. 117,2, also ungefähr 12 Gramm Differenz. Wir schauen uns jetzt hier zunächst einmal die Gangwerte der Davosa an. Plus 2 Sekunden, plus 1 Sekunde pro Tag. Amplitude von 292. Beat Error 0,2. Wir schauen, ob sich die Amplitude verbessert im Hintervollaufzug. 300. Das wollten wir sehen. Und jetzt nehmen wir uns einmal die Tudor, die Manufakturkaliber. Minus 0,1 Sekunden pro Tag, eine Amplitude von 302 und ein Beat Error von 0,1. Also ohne in langatmige Formulierungen zu verfallen, wollen wir jetzt einfach nochmal etwas zum Bronze-Thema sagen. Und zwar ist es so, dass die Attraktivität der Bronze-Uhren zum Teil auf dem Patina-Faktor beruht. Also da Bronze eine Kupferlegierung ist, verursacht jegliche Einwirkung von Naturelementen eine Verfärbung oder Patina. Und diese Verfärbung führt dazu, dass jede Bronzeuhr eine unterschiedliche Farbnuance entwickelt, was sie zu einem Unikat macht. So ist es zum Beispiel, dass die Einwirkung von Salzwasser
oder chlorhaltigem Wasser eine grünliche Verfärbung zur Folge hat, während Wasser oder andere Oxide, also kein Salzwasser, sondern normales Wasser, eine bräunliche Verfärbung zur Folge haben. Und bei Tuba ist es so, dass hier eine Speziallegierung verwendet wird, ein Gemisch aus Aluminium und Bronze. Das zum Unterschied zu anderen Modellen. Deswegen sieht die Farbe hier im Vergleich zur Argonautic Bronze etwas anders von der Farbe. Bei der Ball Bronze haben wir die einzige Bronzeuhr in Verbindung mit Tritium-Leuchtgas-Elementen. Das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Leuchtet bei Tag und Nacht. Und hier haben wir nochmal ein Beispiel von einer Bronzeuhr, die bereits Patina entwickelt hat. Neben den ganzen Bronzedivern, die es am Markt gibt, wollen wir euch auch nochmal zeigen, weil es auch immer wieder zum Thema geworden ist. Und zwar baut die eine oder andere Uhr einfach zu hoch. Und deswegen wollten wir euch auch einmal den flachsten Bronzediver zeigen. Und zwar die Glycine Combat Sub. Sie ist wirklich extrem flach. Diese Uhr liegt wirklich perfekt am Handgelenk. Sie ist so flach, das werden wir gleich nochmal mit der Schieblehre messen. Es ist wirklich wahnsinnig flach. Das ist die flachste Bronzediver mit einer Höhe von 10,8. Das war's mit unserem Vergleich. Wir würden uns über Kommentare freuen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.